Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Test auf diesem Kanal. Und wie ihr bereits seht, handelt es sich diesmal um die Closed Beta von Trials Rising, heißt der neue Teil, der, ich glaube, im Februar kommt, auf allen Konsolen, sogar auf der Switch, was eigentlich ganz nice ist. Aber ich spiele es heute auf dem PC, wurde sozusagen ausgewählt und wir sehen hier noch, ja, Pre-Release, es könnte crashen und so weiter und so fort, das kennen wir alles schon. Aber ich würde sagen, wir gehen hier einfach mal direkt ins erste Rennen. Okay, wir können uns hier unseren Typen sogar aussuchen. Ich glaube, das ist neu. Hier machen wir auf jeden Fall den. Machen wir einfach mal ganz normal. Beziehungsweise das ist jetzt nicht normal so. Und viel mehr können wir da leider nicht einstellen. Okay. Man kann hier also Sponsoren bekommen. Hier sehen wir auch schon die erste Strecke für Beginner. Und ja, würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein. Ich bin nicht der größte Trials-Experte, deswegen könnte das hier eine riesen Blamage werden, aber wie gesagt, wir schauen uns das Spiel einfach mal an. So, was haben wir denn hier? Squid, Reno, Mantis und Tandem. Ah, okay, Tandem ist, glaube ich, auch neu. Man kann jetzt mit einem anderen zusammenspielen, was ich auch richtig geil finde. Precision Control. Okay, nehmen wir einfach das, was uns empfohlen wird. Macht auf jeden Fall einen sehr geilen Eindruck bis jetzt. Aber es kommt natürlich aufs Spielerische an und das geht schon mal direkt gut los. Mit dem ersten Looping. Aber ich glaube, die Strecke sollte jetzt nicht allzu schwierig sein. Aber es macht Bock. Es macht auf jeden Fall Bock. Erstmal. Alter, was passiert hier alles? Versuchen wir natürlich das Ganze ohne Fehler hier durchzustehen. Sollte hier eigentlich, wie gesagt, kein Problem sein. Boah. Die Strecke war wirklich sehr, sehr einfach, aber ich glaube, das hat dazu gedient, dass man diese ganzen Explosionen und so sieht. Also, hier sehen wir den einen Kollegen am Ziel, der einfach ganz cool bleibt. Aber das hat schon mal richtig Bock gemacht. So, continue. Wir wollen hier natürlich direkt weitermachen. So, jetzt haben wir nämlich einen Sponsoren bekommen. Wofür ist der genau gut? Wahrscheinlich für neue Strecken und so weiter. Ist auf jeden Fall Redlinks, die haben ja das Spiel gemacht. So. Okay, Rewards kriegen wir. Dann haben wir schon die nächste Strecke. Wir machen einfach... Ah, okay, wir brauchen... Schauen wir mal. Ja, okay. Nehmen wir diesmal das Vino. Und jetzt spielen wir gegen drei andere oder was? Ich weiß nicht, ob das jetzt hier echte Online-Spieler sind. Wenn ja, dann werde ich wahrscheinlich hier richtig aufs Maul kriegen. Oh, fuck. Oh, Alter! Scheiße. Gut, hätte ich mal wissen müssen, wie man restartet. Na, klasse. Komm, komm, komm! Alter. Die Strecke macht doch um einiges mehr Probleme, auch wenn die
sehr einfach ist natürlich. Boah, Alter! Damit habe ich nicht gerechnet. Alter, wie geil ist das bitte? Also nicht meine Platzierung gerade, aber darum soll es hier heute überhaupt nicht gehen. Habe ich einfach mal beschlossen. Ah, scheiße, man kriegt pro Zurücksetzen plus 5 Sekunden, haben wir gerade oben rechts sehen können. Boah, scheiße. Och, leck mich doch. Kommen wir überhaupt noch ins Ziel? Das ist hier die Frage. Oh. Alter, was geht hier ab? Jetzt sind wir hier in so einer Art Vorhölle, oder was? Ich kann mich kaum auf die Strecke hier richten. Och, leck mich doch am Arsch. Also, sorry, Leute. Wenn ihr wirklich gutes Gameplay sehen wollt, dann schaut hier nicht dieses Video. Oh, vielleicht doch kein Looping. Ich dachte gerade, ich mache hier noch eine coole Aktion, aber... Boah, was? Alter, wie geil ist das bitte? Ich meine, wir haben hier gerade mal Bronze erreicht, aber... Wow, das war eine richtig geile Strecke. Ich bin mal auf jeden Fall gespannt. Okay, jetzt haben wir hier eine Truhe bekommen. Jetzt haben wir es geskippt, na klasse. Okay, bla bla. Leider nur Vierter, aber... Ich will euch die Strecke wirklich genau zeigen, deswegen war ich so schlecht. So, jetzt haben wir hier Level 2 erreicht. Jetzt können wir hier mal Customization machen. Haben wir jetzt hier irgendwas? Genau, jetzt haben wir hier die Truhen. Für Gear. Also man kann natürlich doch mehr machen. Wir haben jetzt Sticker bekommen, ja okay. Der ist rare. Der sieht aber auch zugegebenermaßen relativ beschissen aus. So. Man kann sich auch welche kaufen. Wir schauen mal drauf. 1000. Und wir haben 315. Ja, okay, es ist... Ja. Weiß ich nicht, wie das sein wird später im Spiel. Wir haben hier noch überhaupt nichts. Okay, man kann das wirklich alles ändern, Alter. Das könnte echt ganz nice sein. Haben wir jetzt hier... Ah. Die kann man sich auch... Guck, die hatten nämlich schon solche Sachen. Also die waren klar besser schon. Also das ist so ähnlich wie bei GTA, sag ich mal. Aber wo können wir denn jetzt hier unser Bike da verbessern? Naja. Ach, hier eigentlich. Aber kann man anscheinend nicht... hier in dieser Close Beta machen. Okay, die haben wir doch gerade geöffnet, wollte ich schon sagen. Also okay, nehmen wir mal hier. Finish unter 120 seconds. Aber das Vino mag ich eigentlich gar nicht. Aber wie gesagt, es geht hier einzig und allein um einen Einblick in das Spiel. Oh shit. Oh, die kannten die Strecke schon, Alter, das kann mir keiner erklären. Bleibt einfach vorher stehen, ja. Oh. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Also jeder, glaube, der Trials kennt, wird... Boah, was? Das war ein bisschen peinlich. Aber zum Glück sind die Checkpoints hier sehr, sehr anfängerfreundlich. Komm schon. Nein!
Da waren wir gerade gut im Rennen. Und immer mit dem Hinterrad auf, Leute. Das ist wirklich relativ schlecht. Und hier wäre einfach das Ziel gewesen. Wow. Immerhin Dritter geworden, weil der andere anscheinend AFK da rumstand. Eieiei. Also wirklich. Da muss auf jeden Fall noch um einiges verbessert werden. Wir haben wieder eine Kiste bekommen. Ja. Wo ist sie jetzt? Wir haben die doch gar nicht. Was will er denn die ganze Zeit, dass ich eine Kiste da öffne? Okay, man kann hier Global Multiplayer noch machen. Private Leiter noch nicht. Party Mode gibt's noch. Und wahrscheinlich die Track-Zentrale, also wahrscheinlich eigene Strecken erstellen. Okay, Story... Ah ne, Track-Editor ist da ganz rechts. Ich würde sagen, wir machen nochmal ein Rennen, das letzte hier wahrscheinlich. Oh, man kann jetzt eine Jeans gewinnen, das werden wir auf jeden Fall nicht schaffen. Ich werde jetzt einfach mal wieder das Skript nehmen, das... Da haben wir wenig... Oh ne, jetzt müssen wir 1 gegen 1 machen. Da hätte ich vielleicht drauf achten sollen. Oh. Ja, der ist leider ein bisschen besser. Aber der hat natürlich auch das bessere Motorrad, sagen wir einfach mal so. Ich glaube, da wird es aber auch keine Kisten für geben. Das wäre auch ein bisschen scheiße für die Verbesserung von Motorrädern. Oh, er hat einen Fehler gemacht. Nein! Nein! Okay, er bleibt stehen. Danke. Du hättest das Spiel locker noch gewinnen können, du Trottel. Wir haben tatsächlich hier ein Rennen gewonnen. Unfassbar. Ich weiß nicht, ob es ein Bot war. Es sah fast so aus. Man kriegt ungefähr 150 von diesen Münzen dazu. Und jetzt haben wir wieder eine Kiste bekommen. Die wollen wir natürlich direkt nochmal öffnen. Und was haben wir da? Noch einen Sticker? Ja, 3 Sticker. Gut. Man kann die für 500 nochmal öffnen. Ja, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt machen. Und jetzt können wir hier auf RB. Können wir doch nicht machen. Oben neben meinem Namen, da steht eigentlich, dass man RB drücken kann, aber es funktioniert nicht. Wahrscheinlich, weil diese Bike Customization ausgestellt ist. Schauen wir hier nochmal hin. Ja, da gibt es noch die Optionen und so weiter. Ja, das ist noch nicht so interessant. Aber auf jeden Fall, auch wenn ich, wie gesagt, kein Trials-Experte bin, das hat schon mal Bock gemacht. Selbst für einen Anfänger. Es waren jetzt noch nicht die Hammerstrecken, aber man hat gesehen, es gibt auf jeden Fall Neuerungen. Natürlich ist es immer noch das gleiche Prinzip. Aber das wird auf jeden Fall geil.
Im Februar kommt's raus. Lasst es mich wissen, wenn wir das auf diesem Kanal hier spielen sollen. Vielleicht auch als Duell gegen meinen Kollegen. Wäre auf jeden Fall sehr interessant. Und ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben. Und ich bin raus. Ciao.